Oh Leute, ratet mal, was heute angekommen ist. Kartons. Und jetzt ratet doch mal, was da drin ist. Die HTC. Das wird höchst spannend, da habe ich mich schon drauf gefreut. Also, somit steigen wir noch mal ein ganz anderes Level von Entertainment auf. Verstehst du? Warte, das ist scharf. Drücke. Jetzt macht aber mal Looky Looky hier. Alter, ist das krass verpackt. Come on. Das ist natürlich ganz klar ziemlich geil, dass hier auch so viel Knallfolie drin ist, ja? Das haben sie gut gemacht. Hier ist die HTC Vive. Gaben Power. Ich stelle sie mal hier drüben hin, so. Lieber hier und pack das andere noch auf. Denn in diesem Bundle gab es noch kostenlos dieses Sound-Kit. Oder Sound-Headset oder sowas. Und ich denke, das hier ist dieses Audio-Video-Ding. Hier, Vive Deluxe Audio Strap. Noise! Und sonst nur... Leute, jetzt guckt euch das doch mal an. Ich habe ein Lego-Dingens bekommen. Leute, ich glaube, ich werde wahnsinnig. Sogar Sticker von my friends. Alles klar. Ich hab Star Wars-Sticker. Alles klar, Leute. Das heutige Giveaway, diese Star Wars-Sticker. What? Jetzt beschenken sie mich aber. Holla. Das ist natürlich auch im Giveaway drin, ist klar, ne? Und dann noch. Leute, was passiert hier? Scheiß auf die HTC Vive. Ach ja, übrigens, das seid ihr da drin. Ich dachte, das wäre schon drauf. Muss ich jetzt selbst drauf machen oder was? Leute, noch was? Jetzt scheiß mal auf die HTC ohne Flachs. Was ist da drin? Wahrscheinlich Salmonellen oder so. Sticker! Die Andrea. Was ist das? Da habe ich was Schönes für meine Nichte jetzt schon. Herrlich, herrlich. Nur nichts mehr zu Weihnachten, Carvelos. Sicher. Also ich würde das jetzt echt gerne mal... Da ist eine Karte drin, vielleicht eine Schatzkarte. Hier sind wir. Da ist der Schatz. Da ist ein Lego-Set drin. Bei Alternate, was ist hier los? Weißt du, die haben sich gedacht, der Kleine ist der dumme Bla. Da legen wir noch so ein Ding oben drauf, weißt du? Damit er uns auch ein paar Mal nennt. Alternate übrigens. Kommt das da aus Saudi-Arabien oder wie ist das? Also, machen wir hier mal ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das Messer ist ultra krass scharf. Aus Solingen. Die sind ja super, die Dinger, du. Ach gut. Oh, wow, wow. Jetzt fliegt aber gleich der Hut weg. Oh my gosh. Look at her bed. Guckt euch diesen Komfortgriff an. Ach, das ist ja mal wirklich super gemacht. Da haben sie sich was überlegt. Ist auch noch Lego drin? Nee. Merkt ihr was? Das ist der gute Stoff. Ich würde sagen, wir machen zuallererst mal den fetten Karton auf. Aber vielleicht gönne ich euch noch ein Licht. Ich weiß nicht. Es wirkt so dunkel. Ah. Deutlich. Deutlich besser. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Bin ich schon 3D? What? Ich hab's angemacht. Seid ihr behindert noch nicht? Okay. Nein. So weit, so gut. Papa. War echt nicht geplant. Naja, muss ich noch gucken, wie die wieder ausgehen. Oh Gott, die waren hier da drin. Ha, ich bin voll das Verpackungsgenie. Ja, ich packe jetzt ja eh aus. Hier sind die Boxen. Davon hat man zwei Stück, die übertragen das Feld, also die erstellen das Feld, so. Indem man sich dann bewegt. Mit den Handdingern und mit der Vive an sich. Damit man getrackt wird. Die stelle ich mal da hinten hin. Achso, ja klar, die Controller kann ich jetzt auch rausmachen. Leuchten hier noch? Ne, die sind aus, sehr gut. Ich lege die kurz hier hin, ich mache gleich den Kasten weg. Vergesst das Lego-Zeug nicht, gell? Ich glaube, es ist ja noch was drunter. So, jetzt kommt das Herzstück der Angelegenheit. Die Vive, die Brille. Ich habe keine Ahnung, wie man die hält. Es fühlt sich total labbrig an, wie so ein Kind, wie so ein Neugeborenes. Das sind übrigens die Erfassungspunkte, ne? Dieses Golfballmuster, das hilft dann beim Erfassen im Raum. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber man soll ja keine Nägel reinmachen. Alles klar. Schade. Und man soll es nicht in die Sonne. Da soll keine Sonne reinscheinen. Hört auf, da reinzuscheinen. Sofort. Ich lasse jetzt den Schutz noch drauf, ne, damit ich es jetzt auch hier ins Licht halten kann. Die ist sonst direkt gefickt. Kannst du aber glauben. Also das weiß ich nicht. Das ist jetzt einfach nur Gelaber. Okay. Und hier ist der richtige, spaßige Teil drin. Warte mal kurz. Und da unten auch. What the fuck? Das ist ja noch komplett voll. Okay, okay. Ich muss das runter machen, damit ihr das sehen könnt. Ich schaffe alles voll. Okay. Da haben wir zuallererst mal die Verteilerbox, die ich jetzt schon voll angetatscht habe. Da gehen die Sachen rein, da gehen die Sachen raus. Also ich glaube, hier gehen sie rein und da raus. VR, PC. Und diese Box kann man dann praktisch immer an einem Punkt lassen, zum Beispiel auf dem Schreibtisch, damit man nicht immer wieder hin und her stecken muss. Bei der Oculus muss man das, glaube ich, noch machen oder müsste man das machen. Und so kann ich die Brille verstauen und das steht aber trotzdem da. Und da stecke ich dann einfach diese drei farbkodierten Dinger rein. Seht ihr das? Die sind alle orange. Und dann ist Lack fertig. Und so wie es aussieht, braucht diese Box nur einen USB-Anschluss. Und sogar, ich habe gehört, USB 2 würde reichen. Aber ich habe natürlich am PC USB 3.0. Das ist auch USB 3.0, also läuft. Ich habe irgendwo gelesen, dass man zwei oder drei USB-Anschlüsse braucht. Keine Ahnung. Naja, ich mache es dahin zur Ding. Dann haben wir hier noch einen Ersatz für dieses Polster, das hier ist.
Und jetzt kommen die ganzen Kabel. Das hier ist ein HDMI-Kabel. Hier ist ein Reinigungstuch. Wenn man so Fettfinger hat wie ich, ist das super. Das ist super. Des Weiteren haben wir noch ein USB-Kabel. Ich hol's mal raus. Dann haben wir hier noch. Was ist das? Wahrscheinlich der Strom. Ach, ich muss es ja eh aufpacken. Von daher kann ich es jetzt ja auch aufpacken. Ja. Ziemlich fettes Teil. Das kommt dann auch hier rein. Und hier haben wir noch. Ich habe keine Ahnung. Ah ja, natürlich die. Die Ohrstöpsel. Also falls man diesen Audio-Strap nicht hat, so wie wir ihn haben, dann kann man hier extra diese Ohrstöpsel benutzen, die dazugelegt sind. Die werden direkt an die Vive angeschlossen. Hier, das hängt hier an dem Kabelbündel dran, ist der Audio-Eingang für dieses Teil, beziehungsweise Ausgang der Brille. Die Brille hat eben in ihrer Standardausführung dieses Audio-Dingens dabei, also die kleinen Kopfhörerchen halt. Dann ist hier natürlich noch was zum Aufkleben dabei. Ein fettes Handbuch, das werde ich dann gleich durcharbeiten. Mehrere Handbücher. Und das hier lag dabei. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, guck mal. Das ist Klebebumper, weiß ich nicht. Terrarium, kenne ich nicht. Weiter geht's. Wir haben hier ein Base Station Mounting Guide. Ach, sehr gut. Ich nehme an, das ist für die zwei Boxen, damit man die einfach an die Wand zum Beispiel montieren kann. Ja, da werde ich es wahrscheinlich eher so machen. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass ich jetzt den Greenscreen dann erstmal abbaue praktisch und diese zwei Ständer des Greenscreens nutze. Weil die Ständer haben auch so ein Gewinde. Da hätte ich diese beiden Boxen nämlich auch draufstellen können, aber damit kann ich sie einfach an die Wand machen. Das ist natürlich perfekt. Sowas hätte ich mir als Endlösung dann eh zusammengebaut, aber jetzt ist ja schon was dabei. Richtig geil. Das ist die richtig gute Knallfolie. Oh, ist das laut, Alter. Oh, die Nachbarn kommen gleich rüber. Wer schießt denn da rum? Das bin nur ich, Gerfried. Geh ins Bett. Das war der Nachbar. Des Weiteren haben wir noch irgendwas. Fettes. Was ist hier los? Achso, natürlich für die Boxen. Komplett vergessen. Die Boxen kriegen auch jeweils, hier ist noch eins, das hatte ich noch eingepackt, jeweils ein Netzteil. Ach komm, ich muss ja eh auspacken, was laber ich überhaupt? Also davon sollte man sich natürlich nicht zurückschrecken lassen. Na, man sieht hier, die Boxen haben jeder natürlich auch nochmal, oder brauchen natürlich auch Strom. Und man hört die Boxen übrigens auch ganz leise arbeiten. Das werde ich dann vielleicht in einem extra Video machen, wenn das Setup fertig ist und ich alles aufgebaut habe. Die rotieren innen drin. Um dieses Netz zu erstellen, rotieren die so ganz leise vor sich hin. Also innen drin der Sensor, der Laser, keine Ahnung. Oh, Leute. Dann habe ich hier noch ein Blättel mit einem Code, den ich natürlich selbst benutzen werde, wo man einen Bundle bekommt. Ich nehme alles in Spiele oder sowas. Das sind Schätze. Das sind richtige Schätze. Guckt euch an, was sie gemacht haben. Für die Controller? Für die Controller. Zwei Stück. Ich dachte kurz, sie hätten nur eins drin. Was nicht so schlimm gewesen wäre, weil man die Dinger ja eigentlich überall rumfliegen hat, jetzt mittlerweile, mit den Smartphones und so. Aber sie haben sogar dafür zwei Netzteile, damit ich beide Controller gleichzeitig laden kann. Richtig krass. Das ist jetzt die HTC Vive, also der gesamte Kasten. Der Vive. Das sieht jetzt natürlich erstmal viel aus, aber wie gesagt, es ist gar kein Problem. Das kommt einfach zusammen. Die kommen an die Boxen, das kommt da dran, die Kabel kommen da rein. Damit und mit dem HDMI-Kabel, das hier irgendwo drauf liegt, schließt man den Verteiler an den PC an. Das ist nur ein Ersatzteil. Damit machen wir die Boxen fest. Das ist geiles Lego-Zeug. Und das war's eigentlich schon. Mehr liegt hier gar nicht. Und die Dinge halt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Audio-Strap. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich bin ein Astronaut. Da ist noch eine Gabel dabei, ist sehr wichtig. Keine Ahnung, was man damit macht. Natürlich wieder Handbücher. Ich versuche es mal da raus zu... Es liegt einfach nur da drauf. Wow, das ist echt ultra cool. Also ihr seht hier, das hier ist das Audiokabel. Das kommt dann einfach nach wie vor an das Kabel da hinten an der Vive dran. Das ist direkt hier. Das wird dann da vorne eingespannt, ja, und an den Seiten hier und hier befestigt. Und schon ist dieses Audio-Ding dran. Und dann habe ich halt direkt Kopfhörer. Und muss nicht diese kleinen Funzel benutzen, was mir extrem entgegenkommt, weil ich diese kleinen Knöpfe nicht im Ohr behalten kann. Also mir fallen die immer raus. Vielleicht, ja ne, hier also bei diesem normalen Gebilde ist auch nichts, was die drin hält, was die so reindrückt oder so. Ich brauche einfach sowas. Saugeil. Einfach dazu geschenkt. Kostet eigentlich 122 Euro oder sowas, also es ist schon pervers. Crikey. Ich lege es mal hier so ab und lege die Gabel dazu. Kommen wir nun zu guter Letzt zu dem Fallout-Paket. Das passt natürlich sehr gut zu meinem Fallout-Projekt, das gerade läuft. Ich habe da einfach voll Bock drauf gehabt und es gibt es auch dazu geschenkt oder gab es auch dazu geschenkt in dem Bundle. Wow. Dann schauen wir mal rein. Oh, das ist natürlich sehr nice. Ich dachte, das wäre Hartplastik, aber das ist so ganz weich. Mal gucken, ob die einfach zu attachen sind. Boah, wie sich das anfühlt. When your controllers don't work like they used to before. Na, gefällt euch. Kriege ich das jetzt einfach da drauf? Ich kann mir vorstellen, dass das ein Riesen-Act ist, das irgendwie drauf zu machen. Leute, das geht, das geht. Das ist ja wie ein Kondom. Ich muss gucken, dass diese Schlaufe dann hier unten ankommt und ich sie da rausziehen kann. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Wird dieser komisch an da reinzugreifen? Ja, ich hab's, ich hab's. Also wird das Ding gerade irgendwas gebären. Komm schon. Ja. Ja. Ist das nicht cool? Es liegt auch gut in der Hand, weil es jetzt so ein bisschen anti-gegrippt ist. Wobei die jetzt auch nicht rumrutschen, die normalen. Also so ist es nicht, aber ja. Das wurschle ich dann später dran. Ich bin extrem begeistert.
Ich habe mich sehr gefreut, das wisst ihr ja, ich habe es jetzt ein paar Mal erwähnt in den Livestreams und sowas, dass ich hoffe, dass sie bald kommt. Es gab mit dem Lieferanten des Audiostraps Lieferschwierigkeiten, aber das ist ja jetzt vorbei, alles ist da. Und ich freue mich einfach brutal, jetzt starten zu können. Ich denke, das wird jetzt natürlich schon ein kleiner Act, das alles zusammenzubauen und vor allem diese Dinger anzubringen und zu kalibrieren und sowas. Aber das sollte kein Problem sein. Ich werde mich jetzt zuerst mal ein bisschen einlesen und dann sehen wir weiter. Gut, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile eine Playlist erstellt habe von diesen Paketöffnungen. Ich habe ja schon einige Sachen aufgemacht. Ihr müsst einfach mal gucken, was hier am Schluss verlinkt ist. Vielleicht habe ich eine Playlist verlinkt oder vielleicht auch nicht. Naja. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.